Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Runde gegen den Dudeman. Wir spielen Static Command 1939. Wir schauen mal rein. Der Frankreich-Feldzug tobt ja noch. Es wird immer später. Ich habe gefühlt, bin ich ja schon Ewigkeiten da drin. Ich meine, ein ganzes Jahr jetzt schon. Es ist klar, ich hoffe. So. Na? So, dann schauen wir mal. Die Zerstörer stehen dort. Da ist Schlachtschiff, Schlachtschiff. So, er zieht sich zurück. Die Italiener stehen da immer ganz gut. So. Malta fehlt eine Versorgung. Okay. Die Schiffe sind da durch. So, wollen wir mal schauen. Ist natürlich schlecht. Jetzt weiß er, dass ich mit den Schlachtschiffen da durchziehe. Das heißt, da müssen wir mal bisschen Obacht geben. So. Also, gucken wir mal. Versorgung von 10. Zu 0. Gott. Den Panzer komme ich. Kann jetzt zwar nachkaufen, aber das kostet ihm auch Geld. So, mit ihm ziehe ich dorthin ein. Dann ist Remis auch so gut wie abgeschottet. Komm. Müsste der ein Upgrade kriegen? So, er hat eine Versorgung von 8. Ich muss diese Runde unbedingt einen Panzer kaufen, weil Rommel müsste wahrscheinlich nächste Runde kommen. Das heißt mit Updates. So, könnt.
Warum steht der da? So. Ein 4 zu 4. Nee, das ist mir zu heikel. Du hast geschossen, du gehst jetzt mal hier zurück. Ihr auch. Ah, der wird jetzt mit seinen Flugzeugträgern irgendwann kommen. So, da zurück. So, wie weit ist denn meine Forschung? Ah, 69%. Ein bisschen braucht er noch. Die brauchen auch noch ein bisschen. Ich habe aber noch ein bisschen was zur Verfügung. U-Boot-Jagd will ich nicht. Produktionstechnologie wäre gut. Logistik. Nein. Ich brauche Armeen und Korps. Ein U-Boot. Im Mai. Wäre eigentlich gut. Was mit U-Technologie 2. Aber ich brauche eine Rakete. Hatte ich die jetzt schon gebaut letzte Runde? Ich muss mal schauen. Hatte ich glaube nicht. Hatte Marinebomber gebaut. Ich krieg im 41, 41, 42. Gott, das dauert noch Ewigkeiten, bis ich U-Boote kriege. Aber die Rakete bräuchte ich für Russland. Also, ich will mal eine kaufen. Danach bin ich auch wieder pleite und das war's schon. Schade. Aber ich glaube, das hat hier ein bisschen ihm ein bisschen Angst gemacht und er hat sich mal ein bisschen zurückgezogen. Vermute ich mal. Ganz stark. So, Max auf 8. Ja.
So, ich vermute mal, er wird sich jetzt hier zurückziehen. Aus dem Grund geht der jetzt. Der bereit ist. Ein Stück zurück und du gehst mal ein Stück nach vorn. Bleibst in Paris und du eigentlich müsste die Moral ja 4%. Kann man noch irgendwas? Erobern. Letzten 4% hier wegzukriegen, das wäre natürlich total ärgerlich. Ich habe ja nichts mehr, wo ich. Das ist doof. Da wusch komme ich auch nicht rein. Na, ja, schau mal. Ich hoffe. So, dann hast du und fährst du noch mal hier weg und du bleibst. Einfach mal dastehen und dort. Aber mehr französische. Sachen kann ich nicht machen, leider. So, dann. Der Italiener kann zwei Motortorpedoboote kaufen oder sich noch eine Garnison zurückholen. Und zwar die hier stand. Der kann nicht abgegradet werden und seine Forschung habe ich auch nichts. Logistik könnte ich machen. Na. Panzerabwehrwaffen. Wie viel Panzerabwehrwaffen kann denn der Italiener kaufen? Panzerabwehr eine. Wahnsinn. Drei Armeen,
Zwei leichte Kreuzer. Ja. Ja, ich glaube, wir sparen etwas. So. Kommst hier einfach ein Stück zurück. Und dann war's das schon wieder. Kann er? Das bringt ja nichts. Was hat er denn? Moral von 12. Schade. Nee. Dann heißt es nur abwarten. Gut. Habe ich sonst noch was? So, die Italiener stehen hier ganz gut erstmal. Du deckst mal einfach nach oben, falls er hier irgendwo mit sein Flugzeugträger oder sonst was kommt, und dann könnt ihr mal, ja, hier einfach mal obenrum die Sachen ein bisschen unsicher machen, und wir schauen mal, ob wir hier irgendwo ein bisschen Tumult irgendwann mal erledigen können. Vielleicht verbinde ich auch die Flotten, wir schauen mal. So, da ist das, 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 das. Ja, dann war es das schon wieder. Und ich möchte mich bedanken fürs Zusehen, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. So, jetzt hoffe ich mal ein bisschen auf Forschungsglück. Ah, yep, ich möchte durch die Seeenge, Meerenge fahren. Oh, Rumänien schließt sich mir an, das ist gut. Deutschreich Industrietechnologie 3, das ist auch sehr gut. Und wie erwartet, 4% haben ihn doch noch dann gerettet. Und nächste Runde gibt es dann entweder Vichy oder schauen wir mal. Aber es ist viel zu spät. Es ist, glaube ich, Dezember. Und ich bin mal gespannt, wie der Russlandfeldzug noch werden wird. Da muss ich mir was überlegen, wie ich schleunigst die Truppen darüber kriege. Wahrscheinlich durch Verlegen. Damit ich dann noch pünktlich ja, ankomme, dann kommt Rumänien, Jugoslawien noch, und ja, Geld habe ich auch nicht, weil ich krieg 2000 früher die für Vichy, aber bis die Truppen da sind, wird das natürlich auch noch was dauern. Das heißt, ich muss mit den Truppen klarkommen, die ich habe, und dann langsam in Russland beginnen. Aber das werden wir sehen. Upgraden muss ich auch noch. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, und ja, danke fürs Zusehen und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.